Es war einst im Mai, als Nazi-Deutschland kapitulierte, als Hitler den Krieg, den er begonnen hatte, verlor. So sah es aus in Deutschland 1945. Weiße Fahnen zum Zeichen der Unterwerfung, Signale der Ergebenheit gegenüber den Siegern. Manches Betttuch wehte den einmarschierenden Truppen entgegen und sollte sagen, schießt nicht mehr, wir haben aufgegeben. Die Besiegten waren ratlos. Ihr einziger Triumph war, überlebt zu haben. Ihre Sorge, der Rache der Sieger zum Opfer zu fallen. Weiß war hier nicht die Farbe der Unschuld, sondern des Schuldbewusstseins. 50 Millionen Menschen waren in diesem Krieg gestorben. Hitler hatte ihn gewollt. Die Deutschen, die ihm zugejubelt hatten, standen nun in Schutt und Asche. Die Stunde Null nannte man diesen Zeitpunkt schrecklichen Erwachens aus dem Rausch des Krieges und aus dem Albtraum des Todes. Für viele Deutsche war es eine Zeit der Demütigung, der Schande, des nationalen Unglücks. Andere begrüßten die Siege als Befreier, atmeten auf, dass der Spuk des mörderischen Narzissmus zu Ende war und schöpften in den Trümmern Hoffnung auf ein neues, besseres Leben. Wer vor der Kapitulation einem Panzer der gegnerischen Armeen zugewinkt hätte, wäre wahrscheinlich zum Tode verurteilt worden. Jetzt jubelten die Menschen den Siegern zu. Die hier einrückenden Amerikaner konnten nicht wissen, ob hier Deutsche sich ihnen anzubiedern versuchten, die einst begeisterte Nazis waren, oder ob es Menschen waren, die unter Hitler gelitten hatten und die nun Erleichterung empfanden, weil der Spuk vorüber war. Der Hitlerstaat war zerschlagen und nun schlug man auf die Trümmer seiner Symbolik ein. Die Hoheitszeichen der Tyrannei sollten für alle Zeit ausgelöscht, alles, was an die 12 Jahre nationalistischen Wahnsinns erinnerte, sollte in Staub verwandelt werden. Die Sieger tanzten, wie hier die russischen Soldaten in Berlin. Über 20 Millionen ihrer Landsleute waren im Kriege umgekommen, an der Front gefallen oder als Zivilisten getötet worden. Der Siegesrausch der Truppen, die nun Besatzungsmacht waren, entsprach dem Glück über das Ende des Krieges, des Kämpfens und des Sterbens. Die Deutschen hungerten und froren. Es wurde geplündert, gestohlen und ums Überleben gekämpft. Wer den Krieg überstanden hatte, musste jetzt den Frieden überstehen. Flüchtlinge aus dem Osten kamen erschöpft von weit her, waren vor den Kämpfen geflohen, suchten Quartier, suchten eine neue Heimat und fanden doch nur Ruinen und Bombenkrater. Etwa 12 Millionen Deutsche wurden aus den Ostgebieten des zerschlagenen Reiches vertrieben. Sie waren die späten Opfer des Hitler-Stalin-Paktes, in dessen Zeichen die Sowjetunion und Nazi-Deutschland 6 Jahre zuvor gemeinsam Polen überfallen hatten. So kamen sie damals an, die Vertriebenen, deren Anspruch eines Rechtes auf Heimat heute kaum noch ein Echo findet. Die Hungernden drängten sich vor den wenigen Schaufenstern, die notdürftig repariert waren, und ihre Gesichter spiegelten die Not. Der Gedanke an ein Butterbrot war fast unerträglich. Man empfand Sucht nach Zucker, den es kaum gab, man kochte Brennnesseln und aß Wassersuppen mit Roggenschrot. Die Stadt Dresden war im Februar 1945 total von Bomben zerstört worden. Die Zahl der Toten jener Angriffe wird auf 135.000 geschätzt. Es versank eine der herrlichsten Barockstädte der Welt. Ihre Architektur und ihre Kunstschätze, die in Explosionen und im Sturm des Feuers vergingen, sind unwiederbringlich. Als die Russen kamen und genauso wie hier in diesen Filmausschnitten marschierten sie als Sieger ein, eroberten sie einen Trümmerhaufen. Ich erlebte das Kriegsende in Dresden und erinnere mich, dass im Winter 1945-46 ein Waggon mit erfrorenen Kartoffeln freigegeben wurde. Mein Vater und ich zogen mit einem Handwagen 10 Kilometer weit zum Bahnhof.
Aus der Ferne schon war der Gestank der verdorbenen Ladung wahrzunehmen. Die Kartoffeln waren zu einem kalten Brei zerfroren und wir stürzten uns mit hunderten anderer auf den Güterwagen, kneteten mit bloßen Händen in der stinkenden Masse, fischten einige feste Substanz heraus, karrten die Beute nach Hause, trockneten und kochten sie und schlangen dann in uns hinein, was noch aus dem Teller stank. Es begann die Schwarzmarktzeit. Verbotener Tauschhandel blühte. Ein Pfund Speck gab es für 600 Mark, ein Pfund Kaffee kostete 800, eine Zigarette zeitweise 10 Mark. Es wurden getauscht, Fahrräder gegen Mäntel, Kameras gegen Schuhe, Mehl gegen Socken, Zucker gegen Gold, Tabak gegen Brillanten. Und die Sieger tauschten mit. Zu dieser Zeit waren die Sieger noch ganz einig. Hier feiern Russen und Amerikaner den Sieg. Sie hatten gemeinsam, jeder an seiner Front, gegen Nazi-Deutschland gekämpft. Sie hatten Opfer gebracht und hatten gemeinsam gesiegt. Nichts schien sie auseinander oder gar gegeneinander treiben zu können. Noch klang die Waffenbrüderschaft des Krieges nach. Auch die Einigung über die Besatzungszonen verlief äußerlich noch in bestem Einvernehmen. Die Amerikaner waren still aus den von ihnen eroberten Gebieten Sachsens und Thüringens abgezogen und hatten den Russen das Feld überlassen. Dafür hatte Moskau in eine Beteiligung der Amerikaner, Engländer und Franzosen an der Besetzung der Reichshauptstadt Berlin eingewilligt, die von sowjetischen Truppen erobert worden war. Doch inzwischen verfolgten die Regierungen in Ost und West schon gegensätzliche Ziele. Viele Deutsche zeigten eine starke Neigung, in die Besatzungsgebiete der Westmächte überzuwechseln, denn die Furcht vor den Sowjets war bei den meisten groß. Generell war es verboten, sich über die sogenannten Demarkationslinien hinweg zu bewegen. Trotzdem gingen Hunderttausende, wie man damals sagte, schwarz über die grüne Grenze. Schon bald nach dem Siege erlaubten die Besatzungsmächte in ihren Zonen öffentliches Leben, auch politisches. Das setzte die sogenannte Entnazifizierung voraus. Kommissionen der Siegermächte prüften in tausenden von Verfahren, ob und wenn ja, in welcher Weise und welchem Maße die Überprüften an den Verbrechen des Nazismus beteiligt waren. Parteien wurden gegründet. Die Untertanen Hitlers sollten demokratische Bürger werden. Sie sollten lernen, mit der Freiheit umzugehen. Und die Freiheit wurde ihnen, wenn auch zunächst ratenweise und kontrolliert, gewährt. Nicht nur in den Besatzungsgebieten der Amerikaner, Engländer und Franzosen, sondern auch in der sowjetischen Besatzungszone. Und es gab wieder Zeitungen. Sie waren von Lizenzen der Sieger abhängig. In der Sowjetzone war die Genehmigung, Zeitungen herauszugeben, auf die Parteien beschränkt. Und es gab eine Vorzensur des Siegers, ausgeübt durch die Offiziere der SMA, der sowjetischen Militäradministration. Sie handelten im Namen der allmächtigen, allgegenwärtigen Autorität Marschall Stalins. Ich arbeitete damals an einer der ersten Zeitungen in Dresden. Mit den Probeabzügen, den sogenannten Druckfahnen, mussten wir zum sowjetischen Zensuroffizier fahren und sie ihm vorlegen. Er las Wort für Wort in der Hand einen großen Rotstift. Manchmal bot er Zigaretten an, russische Papyrossi, und das versöhnte ein wenig mit der an sich schmerzlichen Prozedur. Einmal hatte ich im Winter 1946-47 eine Glosse über die Härte des Winters geschrieben und den Wetterbericht des Tages zitiert. Er lautete:
Das ausgedehnte östliche Tiefdruckgebiet wird nur langsam durch milde westliche Strömungen abgebaut. Der Zensuroffizier nahm seinen Rotstift und strich den Beitrag durch. Ich wagte den Einwand, es sei doch ein ganz unpolitischer Artikel, aber er meinte nur, ich wüsste schon, warum das wegfallen müsse, und es fiel auch weg. Trotzdem hatten wir einen gewissen Freiheitsspielraum, konnten Kritik üben, Meinung bilden, sogar ein wenig polemisieren. Es war für uns junge Menschen nach der totalen Unfreiheit unter den Nazis ein großes, tief beeindruckendes Erlebnis. Es gab Diskussionen, Theateraufführungen, Bücher, die unter den Nazis verboten waren. Wir lasen fieberhaft und begeistert Tucholsky, Kästner, Fallada, Anna Segers und Heinrich Mann. Hier Bilder von der aufsehenerregenden Aufführung des Zuckmeier-Stückes »Des Teufels General«. Karl Zuckmeier kam aus der amerikanischen Emigration nach Deutschland und diskutierte mit jungen Menschen. Bei dieser Diskussion ging es um die Frage, die damals so viele Deutsche besonders beschäftigte, um den Konflikt zwischen Gewissen und Befehl, um den Widerspruch zwischen Propaganda und Wirklichkeit, zwischen der Solidarität mit der kämpfenden Truppe und der Pflicht zum Widerstand. Für mich ist, wenn ich das so sagen darf, der Oderbruch eine Art Selbsterlösung gewesen. Denn der Schritt vom Wunsch zur Tat, den er im Stück als handelnde Figur ausführt, ist ja nur der Ausdruck dessen, was unzählige Menschen empfunden und durchlitten haben. Ich glaube, es gehört zum tiefsten Leiden, das einem Menschen beschieden sein kann, was dieser Oderbruch hier durchmacht, dem er sich stellt und das er durch eine Handlung ganz und gar auf sich nimmt. Schließlich wurden Wahlen vorbereitet, aber da gab es schon die ersten Zweifel an der demokratischen Aufrichtigkeit des sowjetischen Siegers. Danke. Bitte die Gegenprobe. 5 Enthaltungen. Ich stelle fest, die Einheit in Berlin ist ein... Unter dem Druck der Besatzungsmacht vereinigten sich SPD und KPD zu einer Einheitspartei, der SED. In der SED wurde die deutsche Sozialdemokratie in der Sowjetzone bald nach ihrer Neugründung unter die Vormundschaft der sehr viel kleineren kommunistischen Partei gezwungen. Otto Grotewohl, der Vorsitzende der Sozialdemokraten, und Wilhelm Pieck, der Vorsitzende der Kommunisten, schlossen pathetisch diesen Bund. Sozialdemokraten, die das Spiel durchschauten und sich der Verschmelzung widersetzten, wurden verfolgt, verhaftet und in vielen Fällen wieder in jene Lager gebracht, in denen sie schon unter Hitler gelitten hatten. Wie die Unterdrückung der Sozialdemokratie bis in letzte Einzelheiten hinein konsequent betrieben wurde, zeigt ein kleines Beispiel. Eines Tages kam mir eine Meldung auf den Redaktionsschreibtisch, in der es hieß, reaktionäre Elemente der ehemaligen SPD hätten gegen die Vereinigung der beiden Arbeiterparteien gehetzt und ihr klassenfeindliches Treiben sei entdeckt und unterbunden worden. Ich schrieb die Meldung um und gab ihr die Überschrift »SPD will weiterkämpfen«. Das führte zu einem Riesenkrach mit der sowjetischen Militärmacht, die mit schweren Repressalien drohte, falls so etwas noch einmal geschehen sollte. Unsere Begeisterung bekam so die ersten Dämpfer. Immerhin erlebten wir dann 1946 die ersten fast freien Wahlen. Zwar waren die sogenannten bürgerlichen Parteien im Wahlkampf behindert worden, das Papier für ihre Zeitungen wurde sehr viel knapper zugeteilt als das der SED und einige Parteipolitiker der nicht-kommunistischen Parteien wurden verhaftet, andere bedroht. Aber die Wahl selbst war geheim. Und die SED gewann eine knappe, absolute Mehrheit. Allerdings nicht in allen Gebieten.
Auch in Westdeutschland fanden Wahlen statt. Sie waren unbehindert und ohne Einschränkung demokratisch. So hatten es die Siegermächte beschlossen und auf der Potsdamer Konferenz hatten sie vereinbart, dass ganz Deutschland eine wirtschaftliche Einheit bleiben und demokratisiert werden sollte. Schon damals bewarben sich christliche Demokraten, Sozialdemokraten und die Liberalen unter anderem um Wähler. Zu jener Zeit arbeiteten die vier Sieger noch im alliierten Kontrollrat zusammen und auch die Stadtkommandantur der vier in Berlin erfüllte noch den Auftrag, die Stadt als Ganzes gemeinsam zu verwalten. Aber die Wahlergebnisse, vor allem in den Westzonen, signalisierten den Sowjets, dass ihr Ziel eines kommunistischen Gesamtdeutschland auf demokratischem Wege nicht erreichbar sein würde. Die Wahlen in der Sowjetzone waren der erste und der letzte Test der Besatzungsmacht darauf, ob die Bevölkerung sich freiwillig dem Kommunismus verschreiben würde. Da das Testergebnis nicht den Erwartungen der Sowjets entsprach, wurde die kontingentierte Demokratie wieder gedrosselt. Und es wurde die Teilung Deutschlands vorbereitet. Auf sowjetischen Druck kam es zur Gründung der separaten Deutschen Wirtschaftskommission und zur Einberufung des Volkskongresses. Er hatte die Aufgabe, unter der Wortführung der SED die Arbeit der nichtkommunistischen Parteien abzuwürgen. Die CDU-Politiker Jakob Kaiser und Ernst Lemmer widersetzten sich diesen Vorstadien zu einem Einparteiensystem, das Deutschland spalten und die Sowjetzone zu einem Separatstaat machen sollte. Sie wurden abgesetzt und gingen, als jeder Widerstand unmöglich geworden war, nach Westdeutschland. Doch zuvor hatte es Wahlen in Berlin gegeben. Zum ersten Mal nach 14 Jahren fanden in Berlin freie Wahlen statt. Es wurden die Bezirksverordneten und die Stadtverordneten gewählt. Berlin gab sich damit eine neue Stadtregierung, die anstelle der von den Alliierten Eingesetzten treten wird. Wahlpropaganda, auch an den Ruinen der Reichskanzlei. 75% der Einwohner Berlins waren wahlberechtigt. Insgesamt 2,4 Millionen Berliner, davon 63% Frauen. 2300 Wahllokale waren in ganz Berlin eingerichtet worden. 10 Überwachungsgruppen der alliierten Besatzungsmächte, bestehend aus je einem amerikanischen, englischen, französischen und russischen Offizier, überzeugten sich von der einwandfreien demokratischen Durchführung der Wahl. Die Parteivorsitzenden bei der Wahl. In der Mitte Franz Neumann, Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei in Berlin. Jakob Kaiser, der erste Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Union. Otto Grotewohl, der zweite Vorsitzende der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Dr. Külz, erster Vorsitzender der Liberaldemokratischen Partei. Nach der Wahl die Zählung der Stimmen. Die alliierten Kommissionen waren auch bei diesem wichtigen Vorgang nach der Wahl anwesend. Die Wahlen in Berlin waren wohl das Schlüsselerlebnis für Moskaus damalige Deutschlandpolitik. In den Westsektoren der alten Reichshauptstadt hatten die Sozialdemokraten sich mutig und erfolgreich der Zwangsvereinigung mit der Kommunistischen Partei widersetzt. Und so musste die im Sowjetsektor gebildete SED gegen die SPD konkurrieren. Das Gesamtberliner Parlament setzte sich nach der Wahl so zusammen. 63 Sozialdemokraten, 29 Abgeordnete der CDU, 12 der LDP und nur 26 der SED. Die Sozialdemokraten waren stärkste Partei und nicht einmal ein Viertel gab es für die SED. Das genügte, um den Kreml zur Gewaltanwendung greifen zu lassen. Es kam zur Blockade Berlins. Die Sowjets sperrten die Verbindungswege zwischen Berlin und Westdeutschland. Die Stadt schien verloren. Aber die Amerikaner erkannten den Freiheitswillen der Berliner. In Washington wurde verstanden, dass Moskau auf eine Teilung Deutschlands hinarbeitete und Berlin durch Aushungern in seine Gewalt bringen wollte. Wichtiges war voraufgegangen. Die Bemühungen der Westmächte, die Sowjetunion zu einer gemeinsamen Währungsreform
also zur wirtschaftlichen Rettung Deutschlands und damit zur Voraussetzung seiner Einheit zu bewegen, waren gescheitert. In den Westzonen Deutschlands war dann die neue Währung eingeführt, die Konsequenz aus den ersten Anzeichen sowjetischer Teilungspolitik gezogen worden. Die Antwort Moskaus war die Blockade. Der amerikanische General Clay setzte die Luftbrücke durch. Berlin wurde durch Flugzeuge versorgt. Sie brachten Lebensmittel, Kohlen, Textilien. Die dichte Folge der an- und abfliegenden Transportmaschinen führte zu einigen Abstürzen. Noch heute erinnert das Luftbrückendenkmal in Tempelhof an die große Tat des Freiheitswillens. Sie wäre nicht möglich gewesen ohne die Entbehrungsbereitschaft und das Stehvermögen der Berliner. Während der Blockade zerschlugen die Sowjets die Einheit Berlins. Sie organisierten die gewaltsame Besetzung des frei gewählten Gesamtberliner Parlaments, das in ihrem Sektor tagte. Gegen die Rollkommandos der SED ging die Polizei nicht vor. Der stellvertretende Oberbürgermeister Friedensburg setzte daraufhin den Polizeipräsidenten Markgraf ab, der von den Sowjets eingesetzt worden war. Als stellvertretender Oberbürgermeister von Berlin habe ich die besondere Aufgabe, die Polizei von Berlin zu beaufsichtigen. In dieser Eigenschaft habe ich es für meine Pflicht gehalten, den bisherigen Polizeipräsidenten Paul Markgraf vor 3 Tagen von seinem Amte zu entbinden, weil er fortgesetzt, vorsätzlich gegen die Verfassung und gegen die Gesetze gehandelt hat. Er hat insbesondere die Tätigkeit der Kommunisten, die unterirdische Tätigkeit der Kommunisten unterstützt und die Tätigkeit der gesetzlichen demokratischen Parteien behindert. Aber die Einheit der Stadt war durch tapfere Gegenwehr der Demokraten nicht mehr zu retten. Ohne die kommunistische Minderheit der SED musste sich ein Parlament frei gewählter Stadtverordneter in den Westsektoren etablieren. Es tagte noch am Abend dieses 6. September 1948, um die praktische Arbeit fortzusetzen. Nach wie vor unter der Leitung des bisherigen Stadtverordnetenvorstehers Otto Suhr. Die Blockade wurde bestanden. Es war Ernst Reuter, der damals die Berliner führte und sie ermutigte, zu widerstehen. Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt. Berlin war nun auf sowjetischen Befehl gespalten. Noch gab es keine Mauer. Verwaltung, Währung, Verkehrsbetriebe, Telefon, Strom- und Wasserversorgung waren getrennt. In Bonn wurde am 1. September 1948 der Parlamentarische Rat gegründet, um eine Verfassung zu erarbeiten. Konrad Adenauer war Präsident. Auch ein Kommunist war dabei, der KPD-Chef Max Reimann. Hier der SPD-Politiker Carlo Schmidt. Links der Liberale Theodor Heuss. Die Sowjets hatten die gemeinsame Arbeit des Kontrollrates und der Kommandantur in Berlin inzwischen beendet. Die Siegermächte waren von nun an geteilt in die östliche und die westlichen. Der Kalte Krieg begann. Verflogen war nun die Gemeinsamkeit des Siegesrausches. Vergessen waren die Schwüre der Verbundenheit und gebrochen waren von den Sowjets die Vereinbarungen zur Demokratisierung Deutschlands und zur Wahrung seiner Einheit. In der Praxis vollzogen die Sowjets mit ihren Helfern von der SED immer zuerst die Schritte der Teilung. Formal folgten sie immer in gewissem Abstand den entsprechenden Konsequenzen, die im Westen daraus gezogen wurden. Und so kam es 1949 zunächst zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Am 7. September schlug die Geburtsstunde eines neuen deutschen Staates. Als erstes Organ des neuen Parlaments konstituierte sich der Bundesrat. Karl Arnold, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, wurde zum Präsidenten des Bundesrates gewählt. Am Nachmittag folgte dann die feierliche Eröffnungssitzung des Bundestages. Die Abgeordneten und Ehrengäste treffen vor dem Parlamentsgebäude ein. Professor Carlo Schmidt, Dr. Kurt Schumacher, der amerikanische Hohe Kommissar John McCloy, der britische Hohe Kommissar Sir Brian Robertson,
Dr. Konrad Adenauer. Die konstituierende Sitzung des Bundestages wurde durch den Alterspräsidenten Paul Löbe eröffnet. Im Abstand von nur einem Monat folgte die Gründung des SED-Staates, der sich Deutsche Demokratische Republik nannte. Dazu der Sprecher der Westlichen Wochenschau. Die Regierung des sowjethörigen Oststaates wurde ohne vorausgegangene Wahlen bestimmt. Zum Präsidenten der Deutschen Ostrepublik wurde vom Volksrat der Vorsitzende der SED, Wilhelm Pieck, gewählt. Otto Grotewohl, der zweite Vorsitzende der SED, wurde Ministerpräsident. Walter Ulbricht, SED, einer der drei stellvertretenden Ministerpräsidenten. Dieser Staat stand unter dem Diktat der Einheitspartei und folgte den Weisungen der Besatzungsmacht. Deutschland war geteilt und die folgenden Jahre führten noch tiefer in die Zerreißung des Landes. Am 17. Juni 1953 erhoben sich die Bürger in Ost-Berlin und in der sowjetischen Zone gegen ihre Unterdrücker. Es kam zum Volksaufstand, zu Demonstrationen, zum Generalstreik. Die Menschen forderten Freiheit. Der Aufstand wurde mit Hilfe sowjetischer Panzer niedergeschlagen. Der Flüchtlingsstrom, der sich schon seit Ende der 40er Jahre von Ost nach West bewegt hatte, schwoll in der Folgezeit an. Es kamen im Laufe jener Zeit etwa 3 Millionen Menschen aus der sowjetischen Besatzungszone nach West-Berlin und nach Westdeutschland. Und 1961 baute die SED-Regierung auf Weisung Moskaus die Mauer in Berlin. Die Zonengrenze wurde zur Staatsgrenze erklärt und Stacheldraht, Tötungsautomaten, Minen und Wachtürme zeugen noch heute von der Teilung Deutschlands, die in den Trümmern des Krieges einst begonnen hatte. Ich bin hier in einer künstlichen Landschaft, Berge aus Trümmern des Krieges. Man sieht sie nicht mehr, ahnt sie nicht einmal, wenn man nichts weiß, und viele haben es vergessen. Hier wurden zerborstene Mietshäuserfassaden, Marmortrümmer luxuriöser Villen und die Reste von Badezimmern aufgetürmt. Hier lagert der Schutt vergangener Architektur, hier verrotten unter grünen Bäumen die Früchte menschlichen Fleißes. Die Überreste einer zerstörten Stadt haben zu dieser landschaftlichen Erhebung geführt. Hier lässt es sich gut nachdenken über Ursachen und über Folgen vergangenen Unrechts und gegenwärtiger Not. Denn dass die Teilung unseres Vaterlandes eine Not ist, wird auch dadurch nicht widerlegt, dass viele Deutsche sich dieser Tragödie nicht mehr bewusst sind. Es war Hitlers Krieg, der Deutschland in Trümmern sinken ließ. Es war die Politik der sowjetischen Besatzungsmacht, die das geschlagene Land teilte. Und es war der Fleiß der Nachkriegsgeneration, der das geteilte Land wieder aufbaute. Der moralische Gewinn der Niederlage aber liegt darin, dass die Erkenntnis vergangenen Unrechts unsere Urteilsfähigkeit gegenüber dem Unrecht der Gegenwart geschärft haben müsste.